Die Top 5 Arten von Schülern, die wir alle in der Klasse haben. Jeder hat diesen einen Typen in der Klasse. Der Typ hat ein Selbstvertrauen, das ist unfassbar. Der meldet sich auch nicht, der ruft einfach alles rein. Sein Gesicht könnte aussehen wie ein Alien, der wird trotzdem noch andere runtermachen. Und wird sich nicht sagen lassen, der Typ ist krank. Neues Schuljahr, erster Tag nach den Sommerferien. Du kommst rein in die Klasse, hinten sitzt ein Neuer. Das ist dieser Typ, der sitzen geblieben ist, der auf einmal da ist. Der sieht aus wie 35 und es ist so einer, der sagt dir dann so vor der Arbeit, ach, Finn, das ist gar nicht so schwer. Letztes Jahr, das habe ich schon gemacht. Digga, du bist sitzen geblieben. Warum ist das denn nicht schwer? Nummer 3, Leute, die so sind, wissen sofort, was ich meine. Die Nervösen. Ihr müsst nur zum Lesen drangenommen werden. Ihr bekommt einen Nervenzusammenbruch. Es ist anstrengend. Die ganze Stunde aufgeregt. Und ich will nur nach Hause, weil es so schlimm ist. Dann gibt es noch die Streber. Ich spiele gerne Fußball, spiele gerne Tennis. Ja, und die macht nach der Schule machen die Schule. Der Klassenclown ist eine Legende. Der würde alles dafür tun, dass wir einen schönen Tag haben und lachen. Der hat 245 Klassenbucheinträge im Jahr, aber der macht sein Ding weiter. Der zieht es einfach durch.